Weil wenn es um direkte Demokratie geht, liebe Freunde, dann verstehe ich keinen Kompromiss. Geht es nach FPÖ und ÖVP, könnte Österreich im Fall einer schwarz-blauen Regierung künftig mehr direkte Demokratie bekommen. Für die FPÖ ist ein Mehr an Mitbestimmung für die Bürger sogar ein zentraler Punkt in den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Als großes Vorbild gilt hier unser Nachbarland Schweiz. Die FPÖ wünscht sich eine ähnliche Vorgangsweise für Österreich. Wird ein Volksbegehren künftig von mehr als 4% der Zeichnungsberechtigten unterstützt, soll es automatisch eine rechtlich bindende Volksabstimmung geben. Ein Vorschlag, der gestern bei ORF im Zentrum von der FPÖ-Nationalratsabgeordneten Petra Steger untermauert wurde. Wir wollen mehr Mitbestimmung auch im parlamentarischen Prozess, das heißt auch im Vorfeld, zum Beispiel bei der Begutachtung von Gesetzen, also da auch die Bürger mit einbinden. Wir wollen niedrigere Hürden und vieles mehr. Ich sage, wir müssen diesen Artikel 1 unserer Verfassung, das Recht geht vom Volk aus, endlich auch in reinerer Form umsetzen. Viele Skeptiker behaupten oft und gerne, dass durch den Ausbau der direkten Demokratie das Parlament geschwächt werde. Eine Befürchtung, die strikt zurückzuweisen ist. Das Parlament wird immer in diesen Prozess mit einbezogen. Das ist auch bei einer Volksinitiative so. Die kommt ins Parlament. Das Parlament kann dort beraten, kann Gesetze machen, entsprechend der Idee der Initiative. Und wenn das dann nicht umgesetzt wird, kommt es erst zur Volksabstimmung. Das heißt, das Parlament ist immer in diesen Prozess mit eingeschlossen. Genauso bei Vetoreferenden gibt es ja vorher auch einen Gesetzesbeschluss. Für die Freiheitlichen ist jedenfalls klar, bei der direkten Demokratie darf es keine Tabus geben. Denn was man täglich den Parlamentariern zutraut, muss man auch der Bevölkerung zugestehen. Wir sind der Meinung, dass über alle Themen, über das das Parlament abstimmen kann, auch die Bevölkerung abstimmen können soll. Also auch über EU-Themen. Das ist das Grundprinzip. Aber wir wollen jetzt mal realistisch bleiben. Ja, für einen Austritt der EU, wenn wir über direkte Demokratie sprechen, geht das niemals vorbei am Parlament. Das wäre wieder eine Gesamtänderung. Das heißt, es braucht sowohl einen parlamentarischen Beschluss als auch eine Volksabstimmung. Das heißt, dass da jetzt das Volk alleine irgendwas abseits des Parlaments einen EU-Austritt bestimmt, ist nicht möglich. Angst vor der direkten Demokratie muss man also nicht haben. Klar ist, es kann nur einen gemeinsamen Weg der Politik mit den Menschen in Österreich geben.